Und Pause. Ja. Also was machen wir denn hier gerade? Ja, wir machen ein sinnloses Training. Also einfach nur auspowern, danach gehen wir duschen, dann immer nur eine Runde kotzen und das war's dann. Ja, jetzt mal. Das ist ein Intervalltraining, 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Erholung. Das ist eigentlich darauf abgezielt, gerade für den Fußball ist es super, weil du ja immer kurzen Sprint gehst, dann dich schnell wiederholen solltest, kurzen Sprint, schnell erholen. Und hier haben wir halt verschiedene Muskelgruppen. Wichtig für den ganzen Fitnessbereich ist eigentlich der Rumpf, die Körpermitte. Geht? Ja. Ist ich höre dir zu. Alles da, alles da. Ja, ich meine, ich bin ja ein bisschen trainiert. Harry, nicht so, wie fühlst du dich nach 3 Minuten Sport mit Lelle? Mit dem Bauch habe ich Probleme und mit dem Rücken und mit den Beinen, aber ansonsten lief das ganz gut. Gewinnen kann ich, ja. Aber das ist schon sau anstrengend. Ja, wer hat denn sowas erfunden und für wen soll das sein? Erfunden, das kann man so nicht sagen. Das gibt es eigentlich schon, ich glaube, Jahrzehnte, wenn nicht schon ein Jahrhundert fast. Also letztendlich waren Sportwissenschaftler irgendwann so weit, dass sie gesagt haben, dass man herausgefunden hat, dass man eine gewisse Schwelle trainieren kann, dass man immer weiterkommt, wenn der Muskel zumacht, wenn der Muskel übersäuert und an dieser Schwelle versucht man halt im Intervalltraining zu trainieren, dass man immer den Puls hochschießt, dann wieder schnell erholt und dann wieder hochschießt. Und wie gesagt, das ist halt für mich, da ich aus dem Fußball komme, war das die letzten Jahre immer sehr, sehr wichtig und das finde ich immer noch wichtig. Wo hast du gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe jahrelang beim FC St. Pauli gespielt. Ja, nee, man, wir haben davon gehört, Man sagt ja, diese Übungen haben euch damals in die erste Liga katapultiert. Ist das richtig? Ganz so kann man es nicht sagen, aber es war sehr unterstützend auf jeden Fall. Also, damals, als Petro das Ruder im Kraftbereich, Petro González, das übernommen hatte. Ist das der, der jetzt bei Let's Dance im Jury sitzt? Mit die Soße? Nein, ich kenne mich da nicht aus, wer da in der Jury sitzt. Aber als Petro das damals übernommen hatte, ist die Verletztenrate auf jeden Fall nach unten gegangen. Aufgrund den Werten, die wir an der Sportuni in Hamburg gemacht hatten, hat man gesehen, wir sind sprungkräftiger gewesen, die Laktatwerte sind besser geworden, der allgemeine Kraftzustand, der immer gemessen wurde, alle 6 Wochen ist nach oben gegangen. Und durch das kann man natürlich auch sagen, in den letzten 10 Minuten oder letzten 20 Minuten von der 70. bis zur 90. sind wir einfach stehfähiger gewesen, waren wir konzentrierter. Also es war auf jeden Fall ein großer Anteil.